So, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play zu CSGO. Wir haben diese Tage mal ausgepackt, Mike und ich. Und es sind halt wieder die ganzen Gefühle von der alten Zeit zurückgekommen. Also ich habe CS früher extrem gesuchtet. Eben aber nicht CSS. CSS habe ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht gezockt. Aber jetzt zum Beispiel, also ab CS 1.0 habe ich es gezockt bis 1.6. Eigentlich dauerhaft und war da auch recht okay, sag ich mal. Und jetzt hier CS... Oh, was ist das für eine Waffe? Lol, was ist das für eine Waffe? Und jetzt CSGO mal wieder so ein bisschen bessere Grafik und... ja, einfach das ganze Feeling wieder mit den Karten und... Ist schon richtig nice, macht richtig Bock. Ich spiele gerade diesen Deathmatch-Modus, wie auch immer man das nennt, wo man eben immer wieder spawnt, hier mit random Waffen. Einfach um ein bisschen mal meine Reflexe zu entstauben. Ein bisschen hier zu üben. Ich bin auf jeden Fall definitiv noch ein Noob. Wir haben gestern gesuchtet schon mal ein bisschen. Aber es macht einfach riesen Fun, ja. Wenn man dann natürlich noch ein bisschen was reißt, dann ist es natürlich richtig geil. Ist halt CS, ja. Deswegen einfach mal ein bisschen üben. Ihr könnt mir gerne sagen, oh fuck, den habe ich kaum sehen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, habt ihr Bock auf CSGO auf dem Kanal oder eher nicht so? Oder was wollt ihr sehen? Wir wollen auf jeden Fall gerankte Wettkämpfe mal starten zumindest. Wie das dann aussieht, beziehungsweise wir werden halt auf jeden Fall, wir sind keine Bros, definitiv nicht. Wir sind nicht mal annähernd Bros. Aber wir haben halt Fun dabei. Und wenn ihr das sehen wollt, wie wir einfach hier in CS failen, wie jetzt gerade, dann schreibt es doch in die Kommentare und dann machen wir uns da die Mühe und dann machen wir ein paar Videos. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt. Ansonsten spare ich mir halt die Arbeit. Und könnt auch gerne sagen, was ihr sehen wollt. Wollt ihr irgendwie, keine Ahnung, die kompletten ungeschnittenen Wettkämpfe dann sehen oder was auch immer. Würde mich einfach mal interessieren. Boah, bitch please. Boah, mit der Shotgun auf der Entfernung nicht treffen. Like a boss. Oh Mann, ja. Oh, Autosnipe. Und ich treffe nicht. Das gibt's ja nicht. Okay, das sind halt, ja gut. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr eine wirkliche Weile nicht gezockt habt. Dann ist das halt so. Und ja, Arma, Battlefield sind halt alles andere Welten. Wobei Battlefield ja noch eher in die Richtung geht. Alter, nicht dein Ernst, Mann. Like a boss. AWP. Ich finde es auch, by the way, geil, dass die AWM, die sie, so wie sie ja eigentlich früher gießen hat, die Arctic Warfare Magnum, hier instant AWP heißt. Arctic Warfare Pussy. Wenn es anders ist, berechtigt mich bitteschön, aber ich glaube, es ist so gemeint, weil die halt früher den Namen hatte, AWP. Weil jeder, der mit der AWM rumgerannt ist, war halt instant einfach eine Pussy, weil die so OP ist. Und hier werde ich direkt weggenatzt. Kann auch sein, da hat sich was geändert, aber ich vermute mal definitiv, es liegt daran. Das ist bei euch auch so, oh nice, dass ihr, wenn ihr so einen Schreckschuss habt, dass ihr eure Kumpels, also eure Kumpanen, trefft, aber bei den Gegnern funktioniert sowas nicht. Das ist bei mir echt immer so. Das ist übertrieben. Ja. Okay, den hätte ich jetzt nicht getroffen. Spray, Bray! Ah, Mann. Ah, und by the way, CS, ohne Scheiß, Mann, ich reg mich bei DayZ niemals so auf wie bei CS, ist einfach so, ja. Was macht der? Ist echt so, Mann. CS hat so Aggressionspotenzial. Es ist echt übertrieben. Komm her. Oh, anständig einfach stehen bleibt. Oh, nice, auf den letzten Schuss runtergefallen. Ja. Oftmals sind natürlich auch noch Situationen, die von mir noch völlig falsch eingeschätzt werden. Da muss man einfach wieder ein bisschen die Praxis reinbekommen, die Sicherheit, natürlich auch die Zielsicherheit. What the fuck? Die Zielsicherheit, weil wenn man eine Position jetzt wirklich erfolgreich verteidigen will, muss man halt im Endeffekt auch sich sicher sein können, dass man auch die Leute trifft, weil sonst zieht man einfach den Kürzeren. Und da kommen halt oftmals noch so Kurzschlussreaktionen raus dabei. Aber gut, das ist halt alles Übungssache. Wie gesagt, ich habe das jetzt erst
ein, zwei Tage wieder ausgepackt, entstaubt und macht auf jeden Fall riesen Bock. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt da drauf, dann schreibt es in die Kommentare, gebt einen Daumen hoch, wenn ihr das Video feiert, wie ich hier eben abfehle. Wow! Okay, der hat mich kalt erwischt. Nicht kalt, aber ist ja natürlich auch, oh, das war ein übelster Luckshot. Leck mich am Arsch, Mann. Ist halt hier natürlich auch, was habe ich hier, Double Barriers? Hier auch, die Gegner können überall spawnen, wie jetzt hier auch. Die können hinter dir, über dir, unter dir spawnen, was auch immer. Das war ein CT, ja. Ist halt ziemlich random, aber ich denke, so ein bisschen so üben und so alles ist es extrem gut. Bleib stehen! Boah, okay, da hätte noch ein Luckshot dabei sein können, hätte ich ihn vielleicht noch erwischt. Wo bin ich? Ich finde es immer so schwierig. Oh, jetzt habe ich die instant wieder, oder was? Ich finde es immer so schwierig, so auf die Schnelle wirklich. Also das war jetzt eine echte Karte, die ich eigentlich recht gut kenne, würde ich mal behaupten. Aber hier ist natürlich, ja, die können halt echt überall kommen. Da kannst du im Prinzip nicht campen. Nicht wirklich campen, kurzzeitig geht es, aber ist ja auch gut so. Boah. Aber, ja, ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte. Very good shot. Ja, ich werde später, beziehungsweise heute Abend wahrscheinlich, auf jeden Fall nochmal eine Runde mit... Wow, fuck off. Mit Mike losziehen. Und vielleicht noch Sebo und Chris ist dann eventuell auch noch dabei, die ihr kennt aus dem... Battlefield 3, ah, jetzt bin ich an dem scheiß Ding hängen geblieben. Aus den Battlefield 3 Zeiten habe ich ja mit denen extrem gesuchtet. Die sind auf jeden Fall wieder dabei. Freue ich mich auch riesig drauf. Wird richtig lustig. Pam! Diese zwielichtige Waffe. So eine Uzi-Shotgun oder was? Echt strange. Pam! Pam! Kennt ihr das, wenn ihr so eine Waffe habt, wie jetzt hier das gerade, und ihr habt so ein paar Luckshots und killt halt Leute, dann ist die für euch so im Kopf schon richtig gut. Und dann nehmt ihr die auch wieder, weil ihr denkt, das ist voll die Killerwaffe, weil die halt einfach jetzt so ein paar Luckshots waren, keine Ahnung. Gibt natürlich mit Sicherheit Leute, die machen das mit Skill, aber ich kann davon eben noch nicht sagen. Oh, okay, hier kämpfen ist ganz mies. Genau deswegen. Ja, es gab ja auch, also ich kenne auch dieses Sprichwort von früher. Muss mir heutzutage, glaube ich, echt sagen. Ich weiß gar nicht. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ab wann ihr CS gezockt habt. Pa! No scope! Funktioniert nicht. Ab wann ihr CS gezockt habt, würde mich einfach mal interessieren. Heute interessiert mich so viel, aber ja, ist halt so. Pflastert es in die Kommentare. Da ist ein Huhn. Oh, bam. Nice. GG. Bam, also jetzt habe ich aber hier ein Death Spree. Lol, jetzt läuft es aber gerade mies. Jetzt ziehe ich meine KD übelst runter. Boah, lol, 1931. Was geht ab, Mann? Läuft hier richtig, richtig gut. Ja, wenn man so Kills halt nicht mitnimmt, ne? Und dann noch gekillt wird. Yeah, like a boss. Ja, ich will es jetzt gar nicht so lange ziehen. Ich weiß gar nicht, ob... so lange Videos überhaupt sehen wollt, beziehungsweise was für Videos. Wow, okay. Damit sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr sehen wollt. Schreibt in die Kommentare dies, schreibt in die Kommentare das. Pflaster, Alter, ich wollte gerade abdrücken. Ich schwör's euch, Mann, ohne Scheiß. Ich bin hier noch am Klicken. Yo. War auf jeden Fall witzig. Meine KD ist sehr gut. Okay. Ja, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wie gesagt, haut rein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.